Ja, hi. Genau, ich habe auf der Gebärdensprache einen Vortrag gehalten. Ich gebe mal einen kurzen Teaser und auch eine kurze Zusammenfassung, um sehr schnell ein WireGuard zu werden, auch sich selbst einzurichten und abzusetzen. Also, was ist WireGuard? Ich habe schon hier auf dem Titel einfach Fokus auf sichere VPNs. Letztlich ist es ein neues VPN-Protokoll, das P2P-basiert ist und einen kryptografiezentrierten Ansatz bietet. Es arbeitet insgesamt verbindungslos, das heißt, es hat so ein paar Vorteile, wie das Roaming unterstützt. Also sich bewegende Geräte und überlebt auch Verbindungsabbrüche, die auch abbrechen können. Und minimiert dabei möglichst die Angriffsfläche noch, die es potenziellen Angreifern bietet. Das Protokoll basiert auf dem, was die Autoren vom Protokoll als Krypto wird anhand eines statischen Public Keys identifiziert. Was ist auf werden noch symmetrische Keys ausgetauscht, aber das geht jetzt für 5 Minuten ein bisschen zu tief. Jeder Peer pflegt aber eine Tabelle. Die Peers, wie gesagt, werden anhand ihres Public Keys identifiziert, haben dabei noch eine Liste von erlaubten IP-Adressen und den letzten bekannten Internet-Endpunkt, an dem sie erreichbar waren. Die erlaubten IPs dienen dabei auch als Routing-Tabelle für das VPN selbst. Und die Internet-Endpunkte werden eben geupdatet, sobald eine authentifizierte Nachricht von entsprechenden Peer empfangen wird. Um jetzt schnell sich ein VPN aufzusetzen, muss man erstmal eben diese Public und Private Keys auf den Servern generieren. Dazu gibt es einfach 2 Kommandos, die man in die Kommandozeile eingeben kann. Das kann man auch machen, ohne die Secrets auf dem Bildschirm auszugeben, aber um das hier zu verstehen, habe ich das hier mal auf die Art gemacht. Und danach muss man sich letztlich einfach nur noch Konfigurationen auf die verschiedenen Peers schreiben. Das hier ist jetzt ein kleines Servermodell, wo Clients eben mit dem Server kommunizieren und Clients über den Server auch andere Clients erreichen können und gegebenenfalls noch ein anderes internes Netz, das hinter dem Server liegt, erreichen könnten. Und wenn man sich diese Konfigurationsdateien in dem angezeigten Pfad angelegt hat, dann lässt sich das Ganze wirklich einfach mit systemctl schon starten und man hat ein funktionierendes VPN aufgesetzt. Und das war's auch schon.